Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Hagebuttenmark. Wir machen eine leckere Bolognese-Nose und zeigen euch, wie ihr die AIP-konform ohne Tomaten hinkriegt. So, als allererstes machen wir mal das Hagebuttenmark auf, wobei ich dich gleich warnen muss, es schmeckt pur nicht besonders lecker. Finger weg. Was ist das Besondere an Hagebutten? Hagebutten enthalten wahnsinnig viel Vitamin C. Und zwar eine besondere Form des Vitamin C, die hitzestabil ist. Und dadurch macht es nichts, wenn man das kocht oder so. Es bleibt ganz, ganz viel Vitamin C drin. Das ist das Besondere an der Hagebutte. Und sie schmecken tatsächlich ein bisschen ähnlich wie Tomaten. Fruchtig, trotzdem mit einer Säure, mit einer leichten Süße, sehr angenehm. Und haben so ein bisschen was Gewürziges, was auch für eine Bolognese schön ist. Okay, jetzt bin ich neugierig. Das jetzt einfach mal auf. Okay. Ich habe es vorher noch nie gerochen und ich finde, es riecht nach Tomatensauce. Mein Reden. So, jetzt probieren wir das hier mal. Auch ein Löffel. Es schmeckt auch ein bisschen wie Tomate. Wenn man weiß, wie Hagebutte schmeckt, weiß man, es schmeckt nach Hagebutte. Wer das nicht weiß, mein Mann merkt das immer nicht, wenn in der Soße. Aber ich gebe dir recht, so würde ich es nicht essen. Tomate ist ja so ein bisschen sauer und ich finde, Hagebutte ist auch so ein bisschen sauer. Und aber es ist ein bisschen fruchtiger als Tomaten. Genau, ne? Ist ein bisschen fruchtiger, hat noch ein bisschen mehr Süße, was aber eigentlich für eine Soße ganz schön ist. So, jetzt legen wir mal los. Okay, was steht denn hier alles auf dem Tisch? Achso, wir haben hier eine Gemüsemischung schon vorgeschnitten. Das ist Sellerie, Lauch, Knoblauch, Karotte und ein bisschen Zwiebel. Sellerie, Lauch, Knoblauch, Karotte. Und ein bisschen Zwiebel. Wir haben die Version für Faule hier, ne? Einfach durch eine starke Küchenmaschine gemacht. Genau. Dann haben wir hier grasgefüttertes Roastbeef bereits gekocht, weil wir wollen jetzt hier was Schnelles kochen und klein gehackt. Geht das auch mit Hackfleisch? Ja, das ginge perfekt mit Hackfleisch, hatten wir gerade nicht. Okay, also Hackfleisch, Hackfleisch geht auch. Soll ich bei Hackfleisch auf irgendwas achten? Ja, es sollte nach Möglichkeit auf jeden Fall Bio sein. Also das ist bei Hackfleisch ganz, ganz wichtig, weil da gerne einfach die billigsten, schlechtesten Sachen am Fleisch verarbeitet werden. Und nach Möglichkeit sollte es Rind sein. Schwein sollte man allgemein nicht so viel essen. Das hat was mit den Haltungsbedingungen zu tun und mit der Art der Fettsäurezusammensetzung des Schweins. Außer es war ein Wildschwein. Hack vom Wildschwein habe ich aber noch nie gesehen. Ja, das muss man dann selbst durch den Fleischwolf drehen. Genau. Dann haben wir hier noch meine Gemüsebrühe. Die kennt ihr aus einem der anderen Posts vielleicht. Selbstgemachte Gemüsebrühe. Genau, gibt es auch einen Post zu. Und ich glaube auch mit Rezept, oder? Mit Rezept, ja. Und genau. Bildern, Bebilderung, wie man sowas macht. Und hier Kokosöl, besonders gut. Sehr gute, zum Teil Virus- und Bakterien abtötende Fettsäuren. Gesund. Das nehmen wir auch mit rein. Und autoimmunkonform. Das Kokosöl? Ja. Okay. Darum geht es hier ja. Das heißt, wir haben hier nur Sachen, die autoimmunkonform sind. Genau. Also, erstmal Kokosöl heiß machen. Okay, erster Schritt, heiß machen. Weil wir ja keine Zeit haben, machen wir es ordentlich heiß. So. Dann, oh, entschuldige bitte. Dann braucht man einen Löffel oder irgendwie sowas. So, dann ist ganz wichtig, also diese Zusammensetzung Sellerie, Karotte und Lauch, das wird in fast allen Kulturen, also in fast allen europäischen Kulturen verwendet, heißt überall so ein bisschen anderes. In Italien heißt es Sofrito, in Frankreich heißt es anders, ich kann überhaupt kein Französisch und vergesse das immer, aber das ist einfach eine sehr schmackhafte Kombination, die allem eine ganz starke, intensive, angenehme Würze gibt. Und die kommt besonders gut hervor, wenn man das Ganze anbrät. Okay, das heißt, wenn ich aber generell so eine Soßengrundlage mache, ist das nicht schlecht. Genau, genau. Okay. Wobei man leider sagen muss, also wenn ihr irgendwie gar nicht vorankommt mit eurer Ernährung und mit einer Besserung, dass leider relativ viele Menschen gegen Sellerie und Karotten allergisch sind. Also wer das Gefühl hat, irgendwie... Ja, hat auch jemand in der Familie. Er hat alles eliminiert und es wird nicht besser, dann lohnt sich doch mal testen zu lassen, weil das ist leider relativ häufig. Wie teste ich das? Also ich würde da ein LDT empfehlen, also eine direkte Testung von Immunzellen mit dem Stoff, den man testen möchte, weil man da das beste Ergebnis kriegt. Es gibt ja auch die IgG-Tests,
Die sind oft falsch positiv bei Darmpermeabilitätsstörungen. Leaky Gut gibt es auch einen Artikel zu, könnt ihr da nachlesen, was das ist. LTT ist ein Bluttest, ne? Bluttest, genau, das ist ein Bluttest, ja. So. Es riecht auf jeden Fall schon mal gut. Genau. Eine leckere Sache und das ist halt wichtig, dass das richtig ordentlich ein bisschen Hitze kriegt. Ist auch nicht schlimm, wenn das ein kleines bisschen braun wird. Das sind leichte Röstaromen, das gibt ein bisschen Geschmack. Das darf gerne sein. Dann nehmen wir noch ein bisschen Salz. Hier, das ist Melsensalz. Ich werde ganz oft gefragt, so Simone im Ernst, Salz so ein bisschen hier für 3,60 Euro, kann ich ganz klar sagen, ja. Da wir ja sonst kaum Gewürze dürfen, sollte das Salz wenigstens ein richtig gutes sein und man schmeckt den Unterschied. Ob das ein billiges, olles Salz ist oder halt eben so ein richtig gutes, leckeres Flockensalz. So, ich würze hier in der Pfanne schon so ein bisschen braun. Jetzt hopst das Fleisch dazu. Okay, unser Hackfleisch. Genau. Es riecht immer besser. Jetzt tun wir noch ein bisschen mehr von dem. Was ist das, ein halber Teelöffel? Ja, eher ein Esslöffel würde ich sagen. Esslöffel. Du darfst mal ein bisschen Wasser holen, irgendwie so ein 300 Milliliter oder so. Okay, 300 Milliliter Wasser. So, ich halte noch nicht. Jetzt kommt das. Ein bisschen kann es noch. Kommt gleich das Hagebuttenmark dazu. Dieses ist jetzt nicht, also ich mache das sonst selber. Rezept zum selber machen könnt ihr im Blog finden, mit einem Foto dazu. Das ist ziemlich viel Arbeit, muss man sagen. Also da braucht man echt so einen halben Tag für, wenn man sich lohnt, Hagebuttenmark machen will. Lohnt sich aber, ist geschmacklich nochmal ein bisschen intensiver und hat weniger, also mein Hagebuttenmark hat viel weniger Wasser. Das ist ganz, ganz dick. Ich kann euch das gleich auch nochmal zeigen. Dieses ist halt relativ flüssig, deswegen würde ich jetzt hier, glaube ich, so das Dreiviertel Glas reinhauen. Von meinem würde ich nur 1 bis 2 Esslöffel nehmen und das entsprechend wie so ähnlich wie bei Tomatenmark aufgießen. Das würde ich jetzt halt sagen, wäre quasi einfach konzentriertes Tomatenmark. Wenn man es selber macht, dann hat man eher so zweifach, dreifach konzentriertes. Okay, also Dreiviertel Glas jetzt einfach dazu. Und dann kommt das Wasser noch dazu. Genau. Wir das Ganze ein. So, es riecht immer noch gut. Ich merke auch langsam, dass ich Hunger habe. Genau, deswegen machen wir gleich ein paar Snoodles dazu und dann kann gegessen werden. So. Mhm. Okay, es wird jetzt nochmal aufgekocht. Genau, es wird jetzt ordentlich eingekocht, also damit es schön dick wird. Das dauert ein bisschen. Für eine richtige Bolognese, gut, also wir machen jetzt hier ein schnelles Rezept, damit das nicht so ewig dauert. Eine richtig gute Bolognese sollte eine Dreiviertelstunde kochen. Okay, das werden jetzt hier eher so 10 Minuten, wenn es hochkommt. Genau. Aber es riecht wirklich gut schon. So, und hier nochmal, also nur um einmal vorzulesen, was auch draufsteht. Hagebuttenmark 100% ungesüßt, also das ist wirklich nur reine, also 100% Hagebutte, fertig. Mehr ist in diesem Gläschen nicht drin und ich finde das schon eine coole Alternative, weil ich finde gerade so diese typischen Tomatengerichte sind bei uns doch inzwischen sehr weit mit drin in der normalen Ernährung und das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, alles ist gut, ich kann meine Tomatensauce essen. So, also wer das nicht kennt hier, kann das jetzt auch mal sehen. Also ich mache jetzt sogenannte Nudels. Das heißt, das sind Nudeln aus Zucchinis. Wenn das dann hier alles so klappt, ich bin da immer so mäßig begabt. So. Dafür braucht man natürlich auch das Gerät. Wobei man sie auch nicht so cool, aber von Hand natürlich schneiden kann. Genau, man kann sie von Hand schneiden oder mit so einem Julienne-Schneider. Wobei das schon eine sehr coole, lass uns mal ein bisschen drehen, dass man gucken kann. So. Wobei das schon eine sehr coole Variante hier ist mit den Nudeln. Weil die hier leider irgendwie er gerade nur halb Nudel schneidet. Dann machen wir mal Nummer 2. Man muss halt mittig treffen. Genau, ja. Simone und Geometrie war noch nie so das. Ach, mein Mathelehrer war sehr froh, als ich Mathe endlich abgewählt habe. Warum ist Zucchini autoimmunkonform?
weil es quasi überhaupt keine entzündlichen Eigenschaften hat. Also Zucchini werden quasi von nahezu jedem gut vertragen. Also Zucchini ist auch so eins der Gemüse, wer echt gar nichts verträgt, verträgt fast immer Zucchini und hat so gut wie keinerlei reizende Eigenschaften für den Darm. Wobei man sagen muss, wer in so einer Akutphase ist und ganz doll mit Durchfall zu tun hat und Beschwerden zu tun hat, da hätte ich jetzt die Zucchini geschält und entkernt, also die Kerne rausgemacht und dann, da muss man es mit der Hand schneiden, dann wirklich nur mit der Hand so das Weiße als Snoodles rausgeschnitten, weil dann hat man wirklich alles raus, was irgendwie reizend für die Darmschleimhaut sein kann. Okay. Also es riecht immer besser, das kann man jetzt durch das Video nicht sehen, aber es tickt langsam ein. Also man kann halt auch sehen, könnt ihr sehen, ja, also es sieht auch relativ ähnlich aus wie der Bolognese. Ja. Ganz so rot. Wäre es gerne einfach um die Familie zu. Es sieht aus wie eine Bolognese mit Sahnesoße. Ja. Wer es ein bisschen röter haben möchte, dann kann man noch ein bisschen rote Beete-Saft mit dazugeben, dann wird es röter. Das verändert allerdings auch den Geschmack so ein bisschen. Für wen das sehr, sehr wichtig ist von der Optik her, ist rote Beete auf jeden Fall immer eine gute Variante. So. Jetzt probieren wir mal. Es kann sein, dass so ein bisschen Süße fehlt. Ja, noch Salz. Okay, ein bisschen Salz kommt noch dazu. Nicht zu viel. So. Für Benni ist es das erste Mal, der kann jetzt sagen. Geht aber sehr gut in die Richtung. Also ich hätte auch gesagt, ein bisschen Salz fehlt. Aber. So, und ich mache jetzt noch einen kleinen Schuss Ahornsirup rein, wäre gerne in, eher zuckerfrei, also Ahornsirup ist ja in letzter Instanz auch eine Form von Zucker, also eher zuckerfrei, mit wenig Kohlenhydraten möchte, der lässt das halt auf jeden Fall weg, aber das gibt dann noch so eine feine Süße. Also ich glaube, man kann es auch gut ohne essen, aber ich vermute, dass es mit noch ein bisschen besser ist. So eine kleine feine Note, so, und jetzt probieren. Sehr gut. Ja. Wunderbar. Und es ist wirklich so, also wer das nicht weiß, es schmeckt echt sehr, sehr ähnlich wie eine ganz normale Bolognese. Also es ist vom Geschmack sehr ähnlich. Und es ist tatsächlich so, also wenn ich das meinen Kindern und meinem Mann vorsetze, die merken das nicht. Also die merken, dass es ein bisschen anders schmeckt als sonst eine normale Bolognese, aber das könnte ja auch wieder irgendein sonstiges Experiment von Mutter sein. Dass das keine Tomate ist, das musste ich Ihnen sagen, bevor Sie das gemerkt haben. Ja, das glaube ich. Also es ist wirklich unheimlich dicht dran. So, jetzt kommen die Snoodles da rein. Die sollte man zwischendurch immer, die sind jetzt halt hier sehr lang, damit die essbar bleiben, immer zwischendurch ein bisschen kürzen. Und fertig sind die Nudeln mit Bolognese. Okay, das Ganze hat jetzt keine Viertelstunde gedauert. Klar, das ist dann nicht die 45 Minuten Bolognese, aber kleines, schnelles Gericht. Genau. Super und lecker. Wenn ihr Hackfleisch nehmt, geht es genauso fix. Und ist echt was, was man, wenn man total Knast hat und irgendwie von der Arbeit kommt oder irgendwas, sich wirklich ganz schnell zubereiten kann. Was nahrhaft ist, es ist alles drin. Was man braucht, wer ein bisschen mehr Substanz haben möchte, also das sind jetzt halt hier die Zucchinis, die haben ja nicht viel Kohlenhydrate, wer eher in die Richtung geht, dass er kohlenhydratreicher ist und das auch für sich braucht, der kann zum Beispiel Süßkartoffeln nehmen für die Nudeln, also man kann auch aus Süßkartoffeln solche Nudeln machen und dann das hat man ich mir sehr gut vor. Ein richtig gehaltvolles Gericht. Ja, guten Appetit! Guten Appetit!